Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends, ich nenne es mal Tipps und Tricks Video. Ich weiß, dass noch immer viele Leute von euch sich an der deutschen Sprachausgabe von Apex Legends stören. Die Gerüchte gingen rum, dass irgendwann mal eine Sprachausgabe optional umstellbar ist in-game. Ich wollte jetzt bewusst bis Season 3 warten, ob die Option denn ins Spiel kommt. Ist leider nicht passiert. Ich möchte euch in diesem Video eine simple Sache zeigen, die in wenigen Sekunden aus der deutschen Sprachausgabe wieder eine englische macht. Bevor ich euch das jetzt gleich zeige, ich habe Mythen gelesen, gehört und gesehen, wie man es auf die komplizierteste Weise umstellen kann, was totaler Schwachsinn ist. Es führt zwar alles zum selben Ergebnis, ist aber absoluter Schwachsinn. Und zwar habe ich als allererstes schon mal gehört, ihr müsst Apex Legends komplett deinstallieren, dann die Systemsprache von der PlayStation auf Englisch stellen, das Spiel wieder installieren und erst dann geht es auf Englisch. Übrigens, es ist direkt für die PlayStation gemacht, dieses Video. Ob das bei Xbox One oder PC genauso funktioniert oder ob das überhaupt funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Dann habe ich auch davon gehört, ihr müsst die Zeitzone auf US-Kanada stellen und alles so ein Schwachsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Ich möchte euch in diesem Video jetzt mal live und ungeschnitten zeigen, es ist auf Deutsch. Ich schalte es auf Englisch, damit ihr einfach seht, dass es funktioniert. Es gibt natürlich einen Nachteil. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, hört genau hin. Du dachtest, du wärst besser als ich. Jetzt kennst du die Wahrheit. Ihr hört, es ist auf Deutsch. Du dachtest, du wärst besser als ich. Moment. So, jetzt beenden wir das Spiel. Anwendung schließen. Und jetzt geht ihr ganz nach rechts in der PlayStation, geht auf Einstellungen, scrollt ganz nach unten und geht wieder drei nach oben auf Sprache. Ganz, ganz wichtig. Dann geht ihr auf Systemsprache und stellt es auf Englisch, United States. Ob das jetzt bei Kingdom oder Latein, ach nee, das ist ja schon Spanisch, vergesst es. Ob das bei United Kingdoms auch funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es aber hier funktioniert. Jetzt rödelt der ein bisschen. Dann geht ihr wieder raus und dann kann es sein, dass der beim Start des Spiels ein bisschen braucht. Dann kann es sein, dass ihr vielleicht das Spiel nochmal neu starten müsst und dann funktioniert es aber. Aber ein Riesennachteil für alle, die ein Problem mit der englischen Sprache im Allgemeinen haben. Das gesamte System ist auf Englisch. Das gesamte Spiel ist vom Layout her auch auf Englisch. Und es kann sein, dass es auf verschiedene Spiele auch übergreift. Wie zum Beispiel Call of Duty ist dann auch komplett Sprachausgabe auf Englisch. Also wer der englischen Sprache im Allgemeinen nicht mächtig ist und dann mit der Menüführung vielleicht Probleme hat, der sollte die Finger davon lassen. Aber für alle, die so ein bisschen sich mit dem Menü auskennen, für die sollte es kein Problem sein. Das ist bis jetzt aktuell der einzige Weg, um die Sprachausgabe wieder von Deutsch auf Englisch zu stellen. So, ihr seht schon, dass das Layout komplett auf Englisch jetzt ist. Jetzt möchte ich euch einfach nur mal kurz dasselbe dieselbe Sprachmemo zeigen, damit ihr auch hört, dass es tatsächlich auf Englisch funktioniert. Es lädt. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ich muss das Spiel nicht nochmal neu starten. Okay. Einmal close. Gehen wir auf Battle Pass. 1, 2, 3 Seiten rüber. Und jetzt hört genau hin. You thought you were better than me. Now you know the truth. Das war's eigentlich schon. Alles klar. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem kleinen Video weiterhelfen können. Wie gesagt, es ist in wenigen Sekunden schon erledigt. Glaubt nicht den blödsinnigen Mythen, dass ihr das Spiel vorher deinstallieren müsst und alles so ein Schwachsinn. Absoluter Blödsinn. Das war's jetzt von mir schon wieder. Lasst dem Video, wenn es euch geholfen hat, einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht geholfen hat, ihr es trotzdem gut findet, natürlich auch. Ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Tipps und Tricks und Infovideos über Apex Legends oder Livestreams verpassen wollt. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.